Meine Lieben, ein wunderbarer Let's Dance-Abend. Bisher fand ich die beste Show. Gut, es waren jetzt ja auch bloß drei Sendungen, aber Show 2 war jetzt richtig, richtig toll. Und wir sprechen natürlich drüber, was wir gesehen haben, was abgeliefert wurde oder was eben auch nicht abgeliefert wurde, jetzt in dem Video. Meine Lieben, ein wunderbarer Let's Dance-Abend. Bisher fand ich die beste Show. Gut, es waren jetzt ja auch bloß drei Sendungen, aber Show 2 war jetzt richtig, richtig toll. Und wir sprechen natürlich drüber, was wir gesehen haben, was abgeliefert wurde oder was eben auch nicht abgeliefert wurde, jetzt in dem Video. Diesmal war ich vom Intro so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, vom Opening. Deswegen schauen wir da auch gar nicht rein, sondern gehen direktement zum allerersten Tanz. Im Grunde genommen zwei verschiedene Cha-Chas gesehen. Da, wo du die Solo-Parts hatten, Bombe. Also wirklich mega. Und du hast deine Seele rausgelassen, du hast getanzt. Das war dieser Italiener Macho, was man so erwartet. Dein Körper sagt auch ja. Also das hat alles gepasst. Da, Natürlich. wo du Cha-Cha getanzt hast, haben wir ein bisschen mit Tempo gekämpft, also mit Musik. Mal dran, mal dran, mal dritte. Also nicht so richtig klar. Ja. Und du warst mega vorsichtig. Ich nehme das noch hin, weil es ist Woche Nein. 2. Okay, er nicht. Ich nehme es noch hin, weil ich gebe euch einfach den Punkt, dass ihr möchtet schöne Technik zeigen. Und in zwei Shows kann man nicht die beste Technik, aber das Versuch, Beine auf dem Boden, Knie zu nutzen, schön den Zentrum zu halten, diese Sachen sehe ich. Mehr Practice. Ja, also das ist auch im Grunde das, was ich gesehen habe, ja. Und da stimme ich also Mozzi auf ganz komplett einfach zu. Ansonsten war es natürlich ein fröhlicher, schöner, sympathischer, toller Tanz. Und wir schauen uns jetzt mal an, was für Punkte es gegeben hat in der Sendung. Und jetzt das Urteil unserer Tanzjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. Sechs. Grazie, Jorge. Mozzi Vier. Und Joachim Lambi. Vier. Okay. 14 Punkte für die. Nun die Wertung unserer YouTube-Fachjury. Malkiel, deine Punkte bitte. Ja, dann, die Kellen sind noch nicht angekommen, aber die kommen. Ich gebe hier eine 5. Ja, Leute, sorry, aber gestern ging es echt gar nicht weiter hier. Ich war alle paar Sekunden irgendwie im Bad gewesen. Also von daher gibt es jetzt heute alles zu Let's Dance und wir schauen natürlich weiter. Ja, jetzt können wieder viele sagen, ich bin ganz voreingenommen, was Tillmann Schulz betrifft. Also es ist A, mein Kanal, B, besprechen wir es ja auch ein bisschen lustig hier. Und da hat er natürlich auch ein bisschen was zu bieten, im Punkto lustig sein. Und die tanzende Rumba. Ist Rumba schnell oder langsam? Alles Schweiß, jetzt schon. Oh. Ach ja. Oh, sie tut mir so leid. Sonntag, 7:15 Uhr. Sonntag 7:15 Uhr, ja, das wäre auch genau meine Zeit. Hast Also. geschwitzt. Hüfte, Hüfte. Schließen. Ich sehe gar nichts an Hüfte. Also ich muss wirklich sagen, es ist eine Schiffsschaukel, ja, muss ich Lambi recht geben. Hüfte, Hüfte. Nee, das war falsch angefangen. Und zwei, zwei, drei, drei, vier. Vier. Eins und hopp. Hopp, komm. Die Hüfte Ja, da passiert halt irgendwie müssen nichts, locker ne? werden. Die Hüfte gehört dazu. Ja, die Hüfte gehört dazu, da hat sie recht, ja. Also nochmal Rumba, hocherotischer Tanz, eigentlich ein sexuelles Spiel, langsam. Handchoreografie, schöne Hüftbewegungen dabei. Wenn die Rumba wirklich sehr langsam ist, ist sie noch schwieriger zu tanzen, weil die Figuren ja nochmal langsamer gemacht werden, also muss sie die Zeit entsprechend füllen und einfach hier eine Erotik rüberbringen. Wir schauen uns jetzt mal an, wie erotisch das Ganze hier ist. Ja klar, sie macht es natürlich super. Und hier haben wir wieder so diese Hampelmann-Figuren, ja? Also es ist wirklich wie so ein Hampelmann. I was always
Dabei ist er ja groß, aber wenn das die Art und Weise ist, ja, wie Rumba ist eben nicht nur Sex, sondern es ist Liebe machen. Und wenn das hier Liebe machen ist, auch so, das kann man ja irgendwie eleganter machen, schöner machen, feiner machen, ja, da so. Ich kann mir das einfach nur vorstellen bei den Schulzes daheim. Sagt, leg dich mal hin, ich komm drüber. Wir haben jetzt 22.17 Uhr, ich habe bis 22.23 Uhr Zeit. Dann schlafe ich meine 5 Stunden und dann stehe ich auf und dann können wir nochmal 3 Minuten. Sorry, das ist einfach echt schlecht. Just until I found. Also, jetzt Achtung. Also, wie behäbig er da rumdappt, ja? Also, ich habe eigentlich jeden Moment drauf gewartet, dass ihm im Kopf runterknallt. Also, es hat jetzt so für mich den Eindruck gehabt, wie früher im Zirkus, wenn so ein Elefant mit einem Ball gespielt hat. Wie steif der in der Körpermitte ist, in der Hüfte ist. Das ist also ich selbst, wenn man jetzt, er ist ja Fußballfan, also auch da brauchst du ja eine gewisse Lockerheit, wenn du mal früher Fußball gespielt hast und so. Und da ist einfach gar nichts, ja. Und jetzt geht er spazieren, Leute. Guckt. Desaströs. Yes, also schönes Foto da. Nee, also ich muss ehrlich sagen, seit ich hier auf diesem Tisch sitzen darf und sitze, habe ich noch nie einen Mensch gesehen, der so nervös war in meinem ganzen Leben. Du hast so richtig geschüttert. Du hast wirklich geschüttelt. Vibration. Gezittert, könnte man auch sagen. Gezittert. Da haben wir das richtige Wort. Wahnsinn. Es ist schön, dass er jetzt auch nochmal Mozzi darauf hinweist, dass er jetzt das richtige Wort hat. Du bist blass jetzt, du bist so richtig hell. Und das finde ich auf der anderen Seite, das ist menschlich. Ja. Und das zeigt, dass das bedeutet dir was. Ich würde sagen, einfach weiter üben. Weiter üben, es kommt an. Ach, die Patrizia tut mir so leid. Es kommt, auch das jetzt. Wir haben noch Wochen. Alles gut. Wir haben noch Wochen. Till. Schau mal, der Lockerheit muss irgendwo anfangen und ich sehe schon, dass deine Haare werden locker. Es ist toll, dass die Lockerheit bei den Haaren beginnt. Die sind nämlich beim Tanzen auch so ungemein wichtig. Und irgendwann, du kommst aus dieser Shell, aus dieser Bubble raus und dann explodiert. Und von jetzt sagen wir Step by Step Richtung dein persönliches Ziel. Üben, üben, üben. Ich habe schon alles erreicht. Ich bin hier mit der besten Partnerin. Yes. Ziel erreicht. Machen wir einfach. Wir haben heute das 90er-Special und Anfang der 90er Jahre war die Wiedervereinigung. Das soll der Spirit sein für Ihr Urteil, Herr Lambi. Bitte. Was soll ich dazu sagen? Nix. Ja. Also, Tillmann, es war eine Stehrumba und keine Bewegungsrumba. Ja, im Grunde hätten wir das Studio hier halb abbauen können. Und oh ja, er hat recht. Und es war auch in vielen Punkten sehr wackelig auf den Füßen. Ja? Also das war nicht stabil irgendwo. Und wenn man nicht Stabilität der Partnerin gibt, dann weiß die arme Mädchen auch nicht, wo sie hinsausen soll, so ich ungefähr. Hoffe, es ist eine Frau, aber kein Mädchen, ja. Ja, aber immer gleich wieder so einen blöden Kommentar reinwerfen. Das ist nun mal so. Und irgendwie ist die Rumba auch nicht verstanden worden. Die Rumba ist ein erotischer, ein emotionaler Tanz zwischen einer Frau und einem Mann. Auch das habe ich nicht gesehen und das ist das Problem an diesem Tanz. Kein Thema, nehme ich an. Danke. Nehme ich an, danke. Danke für dieses sachliche Urteil. Okay. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 3. Mozzi Mabuse. 3.
und Joachim Lambi. 1. 7 Punkte. Nun die Wertung unserer YouTube-Fachjury. Malkiel, deine Punkte bitte. Ja, auch meine Wertung fällt nicht besser aus. Eine 1, ich hätte eigentlich eine 0 gegeben. Also hier, das muss ich sagen, dieser Paso Doble, ich habe zum Paso Doble so viel gesagt, schaut euch die Videos vorher an, muss ich jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen. Was da wichtig ist, ich finde, Sophia hat das ganz, ganz, ganz großartig gemacht. Da sieht man jetzt einfach mal eine Steigerung und das finde ich ganz toll. Schön die Chassee. Ist auch in der Musik. Also das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Also das macht sie ganz toll. Auch den Ausdruck, den sie hat, ja. Zack. Wie schön. Und gleich vor. Zack. Der Sprung. Also das hat die, da kriege ich Gänsehaut. Leute, ich habe Gänsehaut. Das ist ganz, ganz, ganz toll gewesen. Das hat mich richtig begeistert. Rhythmisches Klatschen, das hast du dir verdient. Wie war's? Gut, Lo. Also ich habe mich gut gefühlt. Das ist schön. Ja. Was soll man? Ja, also ich fand, das war genau ihr Tanz. Das habe ich vorher auch prognostiziert, dass der Paso Doble super zu ihr passt. Ja, auch beim Tanzen. Hoffentlich hat der Jorge sich auch gut gefühlt. Jorge, bitte. Total, ich habe mich gut gefühlt, weil ich habe gesehen, eine Chica hat gekämpft, yes. Hat alles gegeben. Du hast heute gesagt, okay, ich gebe alle von innen nach draußen mit viel Kraft, war viel Tempo da. Ich gebe dir einen Tipp. Guck nicht so viel auf den Boden. Mhm. Weißt du, weil du hast so viel auf den Boden geguckt und ja. Du hast ein wunderschönes Gesicht. Guck die Kamera, das Publikum, weißt du, zu uns. So connectst du die Leute mit deinen Tanz. Ja. Ja, da hat er natürlich recht. Oh, ist natürlich auch wieder ein schönes Standbild. Der Tanz kam dir natürlich heute entgegen, weil es ist du bist eine starke Frau. Du bist, das ist ein starker Tanz, ja, der sehr viel Aura ja. erfordert, der sehr viel Stärke erfordert. Die hast du alle gebracht. Es war untenrum natürlich manchmal in einigen Schlusspositionen, weil Paso Doble hat sehr oft auch Schlusspositionen. Ja, die kann man etwas länger halten, ist schon richtig, aber... Geschlossene Füße, schöne Line, die waren nicht immer gegeben, da warst du so ein bisschen im Stress irgendwo auch manchmal. Show 2, Herr Lambi. Ich hätte mir gewünscht, weil Paso Doble ist nicht nur hart, Paso Doble ist auch mal weich, geschmeidig. Auch mal ein bisschen du bist nicht immer nur das rote Tuch, du bist auch mal eine Flamenco-Tänzerin. Oder auch der Stier, das habe ich eher so gesehen. Und ich möchte gerne ein bisschen mehr auch Spiel mit der Sache. Das war jetzt in einem durch, das war okay, aber ein bisschen mehr abwechslungsreich und ein bisschen mehr Charakteristik der Tänze könnte ich schon erwarten. Naja, also in Show 2, ich weiß jetzt auch nicht, Herr Lambi. Bitte. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 5. Mozzi Mabuse. 4. Und Joachim Lambi. Auch 4. Wow, richtig gut. Und von mir gibt's auch, hups, die 4 dazu. Kommen wir zu Eva Pattberg und Paul. Ich finde ja Paul ganz toll als Tänzer. Jetzt schauen wir uns mal diesen Cha-Cha-Cha an und dann sage ich erst was dazu. Ich glaube, das ist besser so rum. Let's dance. Okay, also diese Anfangschoreo überspringen wir mal kurz. Okay, da haben wir die ganz klassischen Wechselschritte. Alles okay bisher. Aber jetzt auch nichts Besonderes, ja? Und sie storchelt so. Sagt man das? Und das ist jetzt halt auch so. Also die Figur gefällt mir überhaupt nicht, ja? Das war jetzt halt wirklich auch nochmal so, dass der Storch im Salat hier irgendwie rum, ne? Das fand ich sehr weird. Also, es toucht mich null. Okay.
Also auch jetzt klar, eine Hebefigur nochmal dazu. Das reißt jetzt auch nicht raus. Ich sehe den Flirt nicht, das Kokette so nicht. Wump, da ist immer kurz gestolpert. Was würde jetzt wohl Heidi dazu sagen? Hoppala, 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 ups, ups, upsi, ups, humpel, humpel, up, up, So, ihr süßen Mäuse, jetzt arbeite ich am Teil 2 dieser Sendung. Sorry, dass es 2 geteilte Videos sind, aber es gibt ein Dateigrößenproblemchen. Von daher, keine Sorgen machen. Schaut euch jetzt das Video an und das nächste kommt dann auch im Verlauf des Nachmittags. Also keine Sorgen machen, wir besprechen schon die ganze Sendung.